Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir erfahren, dass wir mit Zelda spielen können. Und ich muss jetzt mal schauen, wie geht das? Wir konnten doch eben ein paar spielen, ich Idiot. Oder? Oder nicht? Ach doch. Ja doch. Wir konnten doch Impa spielen anscheinend, nur ich war zu blöd, um den Charakter zu wechseln im letzten Part oder vorletzten Part. Ich glaube, es war im letzten. Symbole der Feindschaft hervorrufen. Symbole einsammeln. Bro, was ist das? Symbole der Feindschaft. Symbole einsammeln? Was? Wie geht das? Oh, ist das cool. Okay, mit Impa zu zocken ist anscheinend echt extrem nice. Okay, Moment. Ja gut, aber ich bin zu schlecht. Ja, man kann mit ihr so ein bisschen verschwinden. Also man kann sich unsichtbar machen, untargetable machen von den Gegnern. Und dann kann man... Boah, die böllert aber richtig rein, wenn man die vernünftig spielt. Und dann kann man quasi aus dem Nichts wieder erscheinen. Und richtig reinböllern. Aber warum... Ah, okay, jetzt. Geht das nicht mehr? Okay. Ich weiß gerade... Ja, let's go, Alter! Das war auch gut. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, wie das genau geht. Wie das genau funktioniert mit diesen Schattenimpass quasi. Mit diesen Hologrammen von mir. Aber das ist eine echt coole Idee. Finde ich nice. Aber wir sollten ja zu Zelda wechseln, also gehen wir mal zu ihr. Let's go. Okay, sie benutzt anscheinend echt nur ihre Module dafür zum Kämpfen. Sie ist ein bisschen OP, oder? Wenn sie einfach so Auto-Targeting hat. Also wenn man mit ihr quasi einfach nur angreifen kann. Okay, aber ich merke gerade auch, dass Impa tatsächlich besser wäre. Ja doch, wir gehen mal zu Impa, weil sie ist tatsächlich näher dran am Ziel. Junge, was macht sie? Sie hat halt eben diese Naruto-Bewegungen gemacht und jetzt ist es komische Naruto-Running. Alles klar. Ich habe zwar keinen Plan, woher es kommt, aber anscheinend ist das irgendwie so ein traditionelles Ding oder so. Naja, keine Ahnung. Okay, wo müssen wir genau hin? Ja, zum leuchtenden Punkt ist mir schon klar, aber müssen wir die Gegner hier platt machen? Komm, mach mal hier die Dinger. Junge, was ist sie denn, Alter? Holy shit! Was passiert hier?
Ich weiß gerade absolut nicht, was hier passiert. Also mit Impa spiele ich bisher am liebsten. Einfach weil sie diese taktischen Rückzüge hat und so weiter. Also die Moves von ihr sind schon extrem krank. Holy shit. Ja, was geht denn bei der Kamera? Ist das gewollt? Ich habe tatsächlich keine Ressourcen mehr mit ihr. Also ich kann mich nicht mehr heilen. Gibt's hier was drin? Okay, hier gibt's Rubine. Und hier gibt's auch was zum Fressen. Okay. Ja gut, dann müssen wir anscheinend immer ein paar Crates aufmachen, damit wir nicht down gehen. Das muss man sich auf jeden Fall merken. Okay, und was mit den Symbolen und so auf sich hat. Mit ihren Duplikationen. Das muss ich auch noch lernen. Hm. Aber wie gesagt, sie ist bisher am coolsten. So von den ganzen Charakteren. Ah, okay, sie. Es kann sogar sein, dass sie jemanden markiert. Okay, ich probiere es mal kurz. So. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Holy shit! Boah, das ist mega nice. Also mit ihr zu kämpfen ist Hardfire. Da bin ich ja richtig gespannt, was die anderen Charaktere noch so können, wenn Impa so abgeht. R und X, Stasis, speziell für Gegner mit Wirbelattacken. Ja, okay. Hallo, greif ihn halt an! Okay. Jetzt böllern wir aber richtig rein und zünden die Spezialattacke von Impa. Alles klar, Alter. Sie hat Style. Holy shit. Und sie ist am Anfang vor irgendwelchen dämlichen Viechern weggerannt. Ernsthaft? Okay, wo ist das Ding? Ah, hier steht's direkt. Okay, dann aktivieren wir es mal. Die Angriffsvorbereitungen sind abgeschlossen, allerdings sind wir wohl noch zu weit entfernt. Von wo? Okay. Der ausgerabene Wächter ist nun bereit zum Angriff. Charakter wechseln. Link? Okay. Ja, dann geht's anscheinend mit Link weiter. Let's go. Aber was mit der Kamera hier los ist, keine Ahnung. Irgendwie spackt das ein bisschen rum, kann das sein? Ja, komm. Den Krogsamen sammeln wir noch ein. Ich habe zwar echt keine Ahnung, wofür der sein soll. Aber wahrscheinlich für irgendeinen Bonuskram. Ja, komm, du sollst da schon hingehen, ne? Besiege den Wächter. Link, Impa oder Zelda flieht. Was? Okay, ich habe gerade keinen Plan, was genau das heißen soll. Aber ich werde dir auf jeden Fall erstmal alle da hinbeordern. Ja. Okay. Und laufen wir mit Link jetzt erstmal da hoch. Was mit ihm? Der ist fertig, ne? Ja, der ist fertig damit. Hallo? Okay. Ich dachte gerade schon. Kann ich da durch? Kann ich da nicht durch? Weil ich weise dem Wächter den Weg. Ja, versuche ich doch. Ah, okay, hier.
hierher. Was? Ah, holy shit. Wie ging das mit dem Heilen? Ach, ich hab nichts mehr. Ich hab einfach nichts mehr. Okay, 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 okay. Komm mal rein, Alter. Ja, let's go. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Okay, let's go. Komm jetzt, Böller rein, Alter. Kann er? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Scheiße, ich bin down, ne? Bin ich nicht? Was soll ich denn machen? Besiegen einen Wächter? Wie soll ich das denn machen? Ja, ich habe halt nichts zum Heilen, ne? Komm, zünd einfach mal die Spezialattacke, vielleicht hilft das irgendwas. Ja, es hat auf jeden Fall dem Vieh extrem was abgezogen. Komm jetzt, Böller drauf, komm. Boah, ich bin gerade so noch ausgewichen. Sind hier irgendwo Ressourcen? Ja, heil dich bitte, Link. Okay. Oh mein Gott. Mach ihn weg. Link. Hau rein. Huh. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich das hier optimal spiele oder ob... Ich bin down, ne? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich wusste, dass es geht. Ich wusste, dass es irgendwie geht. Ich glaube, es ging nämlich auch im Hauptspiel. Aber dass ich den Block schaffe. Huh. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine natürlich, Prinzessin Zelda, ich hab das sehr professionell bewerkstelligt. Ja, let's go. Schon wieder irgendein Vieh. Zum Königlichen Institut. Ich glaube, ich war ein paar Mal sehr nah daran zu sterben. Also, das war echt nice. Und mit Impa zu spielen, hat auch extrem Spaß gemacht. Erlernte Rezepte. Na gut. Jetzt gibt's noch eine Zwischensequenz. Er nutzt eine uralte Energiequelle und bislang gänzlich unbekannte Technologie. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein völlig neues Wächtermodell, wie ich es noch nie zuvor sah. Rubelo, Alter. Ja, nicer Charakter bis hierhin. Steine, welche die Macht alter Relikte verstärken, sind nur ein Teil dieser Technologie. Ich verstehe. Schließlich können auch wir den Schickerstein nutzen. Zusätzlich finden sich im Inneren Informationen, die wir uns nicht einmal haben vorstellen können. Oh ja. Oh, wer ist das? Holy shit, wer ist das? Pura, Forscherin Achia. Hier, ich konnte
konnte übrigens einige Bilder aus diesem Wächter hier. Ja, stimmt. Ist das? Die ist irgendwie 80 oder so und sieht halt aus wie 14. Bislang konnten wir keine weiteren Informationen extrahieren. Mhm. Doch wenn ich meine Analysen weiterführe, finde ich höchstwahrscheinlich noch etwas heraus. So wird also Schloss Hyrule aussehen, nachdem die Verheerung zurückgekehrt ist. Dann wird ganz Hyrule dem Untergang geweiht sein. Die bisher von uns ergriffenen Maßnahmen werden wahrlich nicht ausreichend sein. Sollte es mir nicht gelingen, die Verheerung zu versiegeln? Nein. Das darf ich nicht zulassen. Nice. Für den Sieg über die Verheerung Ganon waren drei Dinge vonnöten. Das Bannschwert, die Siegelkraft der Prinzessin von Hyrule innewohnt, sowie die Macht der vier Titanen, die in den Regionen des Landes ausfindig gemacht wurden. Mhm. Doch der Wald der Crocs und damit das Schwert, das die Dunkelheit versiegelt, waren in die Hände von Monstern gefallen. Auch deutete nichts darauf hin, dass die Kraft der Prinzessin von Hyrule, Zelda, in Bälde erwachen würde. RIP. Ein besorgter König Roam entsandte Zelda, um die Piloten der Titanen zu versammeln. Zusammen mit Link, der aufgrund seines Kampfesmutes zu ihrem Ritter ernannt worden war, zog sie aus, jeden der vier Auserwählten aufzusuchen. Mhm. Ja, cool. Du bestehst also darauf, dass dich dieses verdächtige Relikt begleitet? Ja, ich sprach mit Pura und Robelo und wir hielten es für das Beste. Ich werde dies nur einmal sagen. Mhm. Auf keinen Fall hast du deine Pflichten zu vernachlässigen. Ist das klar? Ich kenne meine Rolle und ich werde sie spielen, das gelobe ich. Okay. Der Gutzelda wirkt jetzt nicht so wie die Person, die jetzt ihre Pflichten vernachlässigt, also von daher. Sie wirkt halt eher so wie das brave, zerbrechliche Mädchen, also hat es mich auch sehr gewundert, dass man sie halt spielen kann in diesem Spiel, dass sie da tatsächlich mitkämpft. Oh, diese Musik. Holy shit. Zelda, Prinzessin von Hyrule, die Prinzessin des Königreichs von Hyrule, in deren Adern das Blut einer Göttin fließt. Sie erforscht die antiken Relikte, die weltweit zu finden sind. Seit sie ihre Mutter verlor, konzentriert sie sich täglich auf ein zermürbendes geistiges Training, um ihre Kraft der Versiegelung zu wecken. Das Blut einer Göttin? Naja, haben Götter Blut? Ja. Nun ja. Oh, das sind viele neue Missionen. Alles klar. Herausforderungen. Die Macht des Wächters aus der Zukunft hat die Tür zu einem Schlachtfeld in einer anderen Welt aufgestoßen. Dort kannst du dich vielen neuen Herausforderungen stellen. Kategorien. Sieh dir die Schlachten und Missionen an und sortiere sie. Drücke auf der Karte von Hyrule L oder R, um die Kategorie zu wechseln. Vorhin an Level 4. Okay. Kapitel, Herausforderungen, Hyrule-Mission. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall nice, einfach nur um den Überblick zu behalten, weil ich dachte schon am Anfang so,
ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Aber mit dieser Option, das Ganze zu sortieren, hat sich das auf jeden Fall geändert. Das hier willst du? Hallo? Ah, okay. Ach, er will jetzt quasi... Ja gut, erstmal mache ich die ganzen Sidequests. Ich darf keine Last sein. Ach, ist schon nicht. Starker Angriff für Zelda. Ja, true. Also... Ich sag nichts. Materialien. Für wen ist das dann? Ich würde mich gern noch was für Link eigentlich abgeben, aber naja. Für wen ist das? Für Link, oder? Ja. Wenn nichts gesagt wird, ist es wahrscheinlich für Link. Alles klar. Wir haben einen weiteren starken Angriff dazu bekommen. Ja, cool. Ach, und Links Spezialangriff ist der Bogen. Was ist dann von Zelda? Ich denke mal, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.